Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Gewässer, wo ich letztes Jahr gefilmt habe, wo noch zwei Teiche von jeweils 15 Quadratmeter waren, 10 cm tief, kratzegrün, wo die ganzen toten Fische da waren. Hinter dieser Anhöhe, 30 Meter hin, befindet sich die Apfelstädt. Wenn die Apfelstädt läuft, ist durch den Kies, wird auch dieser Teich gefüllt. Das ist ein See. Wo sicher auch viele Lorschenarten werden sein. Und ich könnte es nur immer wieder sagen, für Ökostrom und einen Auenteich, der das Klima einfach verbessert, wird auch dieses alles hier vernichtet. Man kann das nicht glauben, dass das Ding letztes Jahr gar nicht mehr da war. Aber natürlich ein halbes Jahr die Apfelstädt trocken. Wo soll das Wasser herkommen? Wenn man nichts rauslässt aus der Temperatursperre. Und dieses Jahr kann man wirklich nicht sagen, das ist der Klimawandel. Also werden so viele Niederschläge im Winter, die es früher wie in den letzten 10 Jahren nicht. Talsperren voll. Und selbst jetzt wird sogar auch die Apfelstädt schon so runtergedreht vom Wasser her, dass es fast schon nur noch läuft wie im Sommer. Also auch die Apfelstadt ist nur eine Frage der Zeit, bis sie trocken fällt. Ich hoffe, die Grünen bekommen ihre Quittung zur nächsten Wahl. Stellt die Bilder mal überall rein, damit man jeder sieht, was hier für Wahnsinn betrieben wird.